Ach ja, die Kottenreihe verzaubert Spieler seit Anfang der 90er mit ihrer tollen Spielbarkeit, bunten Grafiken, tollem Soundtrack und einigen aberwitzigen Zwischensequenzen. Aber halt, viele dieser Spiele sind doch Japan-exklusiv. Na, die meisten nicht mehr ganz so Japan-exklusiv. Es wurde einiges geremaked. Es gibt auch einige Sammlungen von Kottenspielen für moderne Konsolen, welche auch bei uns erschienen sind. Aber einen Titel haben wir hier, der ist noch nicht bei uns erschienen und ist weiterhin nur für das Dreamcast und nur als Japan-Import erhältlich. Die Rede ist von Rainbow Cotton für das Sega Dreamcast, im Jahr 2000 erschienen. Ohayou gozaimasu und willkommen bei Videogames aus aller Welt. Viel Spaß mit dieser neuen Ausgabe mit einem weiteren Spiel über die geliebte kleine Bonbon-Hexe. Normalerweise lasse ich ja die Intros von Spielen immer komplett durchlaufen, aber ehrlich gesagt bin ich hier etwas enttäuscht und war am Zweifeln, ob ihr das diesmal sehen möchtet. Das Intro ist nämlich kottenuntypisch, nicht besonders lustig zu Anfang und vor allem mit dem vielen japanischen Gelaber doch unverständlich für die meisten meiner Zuschauer inklusive mir selbst, weshalb ich mir erlaubt habe, das Ganze etwas zurechtzukürzen. So. Während die vorigen Kottenspiele allesamt Horizontal-Shoot'em-Ups waren, in 2D gehalten selbstverständlich, haben wir es hier mit einem Rail-Shooter zu tun, ähnlich zu Space Harrier und Star Fox. Die Sicht ist hinter der Bonbon-Hexe. Ihr fliegt quasi in den Bildschirm hinein. Mit dem Analog-Stick könnt ihr steuern, mit dem A-Knopf schießen und mit dem B-Knopf könnt ihr euren Zauber aufladen und loslassen, sofern ihr noch welchen übrig habt. Neuen Zauber sammelt ihr ein, indem ihr Kristalle findet. Ansonsten gibt es noch Sternchen einzusammeln, diese geben allerdings nur Punkte. Sammelt ihr Herzchen ein, könnt ihr eure Lebensenergie auffrischen. Diese wird oben links per Balken dargestellt, euren Zauber findet ihr oben rechts. Natürlich ist auch wieder eine Fee dabei, ihr könnt auch noch Feen in den Levels befreien, die dann mit euch fliegen und euch zusätzliche Kräfte verleihen. Diese labern allerdings die ganze Zeit japanisch, was mir doch ziemlich auf den Keks geht. Ich frage mich, was das soll und vor allem über was die sich dort unterhalten. Natürlich werden jetzt die absoluten Kenner aufschreien und sagen, hey, es gab doch schon mal ein Kottenspiel, was so ähnlich wie Space Harrier und Konsorten war. Das ist richtig. Auf dem Sega Mega Drive gab es schon mal ein Spiel, was in den Bildschirm reingescrollt hat, aber danach waren wirklich alle Kotten-Games immer nur in der Seitenansicht. Die Level sind sehr bunt designt und schön abwechslungsreich. Das gefällt mir sehr gut. Auch gibt es ein paar verschiedene Abzweigungen, was den Wiederspielwert erhöht.
Bosse und Zwischenbosse sind sehr abwechslungsreich designt, deshalb werde ich euch ein paar im Schnelldurchlauf vorführen. Vor jedem Boss und zwischen den Levels wird die Story mit Anime-Zwischensequenzen weitergesponnen. Alles leider nur in japanischer Sprachausgabe, die Animationen können trotzdem gefallen. Hauptmenü und Optionsmenü ist absolut übersichtlich designt und komplett in Englisch, was man zwar leider nicht von der Story sagen kann, aber immerhin könnt ihr problemlos eure Einstellungen machen. Kommen wir doch mal zu Grafik und Sound. Die Grafik ist schön bunt gehalten, alle Objekte und Gegner sind gut zu erkennen und der Polygon-Account stimmt auch. Darüber kann ich nicht meckern. Leider gibt es doch ein bisschen Nebel in der Ferne zu sehen, der wahrscheinlich Pop-ups kaschiert. Das hätte man auf dem Dreamcast doch besser lösen können. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ihr Sound ist etwas dudelig, kann mir aber trotzdem gefallen. Ich glaube, das Ganze ist Geschmackssache. Allerdings kann er nicht mit dem Soundtrack im vorigen Kotten Spielen mithalten. Diese sind doch um einiges besser und haben viele Ohrwürmer zu bieten, was ich von diesem Soundtrack nicht behaupten kann. Kommen wir doch mal zu meiner Kritik und zum Fazit. Es gibt zwei große Minuspunkte, die mir das Spiel einfach versaut haben. Einmal ist die Hexe einfach viel zu groß modelliert worden. Sie steht euch die ganze Zeit im Weg, ihr könnt nicht richtig sehen, welche Gegner und Projektile jetzt gerade auf euch zugeflogen bekommen. Es ist einfach ein wahrer Krampf. Hätten die Designer sich wenigstens dafür entschieden, dass sie transparent dargestellt wird, dann wäre das Ganze nur halb so schlimm. Und ansonsten stört mich noch eine Sache, nämlich, dass die Hexe immer wieder in die Mitte zentriert wird. Wenn ihr nach rechts oben zum Beispiel zielt und lasst den Stick los, fliegt sie automatisch wieder langsam in die Mitte. Das ist einfach unverständlich. Wieso? Das nervt. Also wenn ihr die ganze Zeit in eine Richtung schießen wollt, dann müsst ihr wohl oder übel auf dem Stick bleiben, statt dass ihr einfach eure Spielfigur in diese Richtung positioniert. Was soll ich noch zu dem Spiel sagen? Der Soundtrack ist gut, die Grafik ist toll, habe ich alles schon erwähnt. Allerdings gibt es bei dem Spiel noch einen weiteren Haken. Es ist so ein etwa 190 bis 250 teures Sammlerobjekt geworden, wie die meisten Kotten-Spiele. Deshalb frage ich euch, greift ihr eher zur Repro oder werdet ihr diesen Preis bezahlen? Eine weitere Möglichkeit wäre es natürlich auch auf einem GDEMU Dreamcast zu zocken. Sagt mir das doch mal in den Kommentaren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Liken, kommentieren und abonnieren. Ich freue mich drauf, euch nächsten Sonntag um 20.15 Uhr auch wieder hier begrüßen zu dürfen. Matane, bis zum nächsten Mal, euer Martin.